Das barocke Schloss Sanssouci in Potsdam. Lieblingsort von Friedrich dem Großen, König von Preußen. Zwischen 1745 und 1747 hat er die Sommerresidenz nach seinen Vorstellungen bauen lassen. Sein Wunsch war es, hier ohne Sorge zu sein. Auf Französisch Sanssouci. Heute ziehen Schloss und Park jedes Jahr bei Wind und Wetter mehrere Millionen Besucher aus der ganzen Welt an. Wir sind hier, um uns den Ort anzuschauen, den wir aus unseren Büchern in China kennen. Und jetzt endlich hier zu sein und das alles mit eigenen Augen zu sehen, ist unvergesslich. Wir sind auf einem Berlin-Kurztrip und haben schon viel von dem Schloss gehört und wollten uns das dann einfach mal live anschauen. Für uns ist Sanssouci ein wunderschöner Ort und ich empfehle ihn der ganzen Welt. Kristallleuchter, Marmor, Deckenmalereien. Die Räume des Schlosses sind aufwendig und edel ausgestattet. Friedrich der Große traf sich hier mit seinen Vertrauten. Einer, der sich beruflich mit Schloss Sanssouci auseinandersetzt, ist der Historiker Jürgen Lu. Es ist schon die persönliche Aura des Schlosses, die Leute aus aller Welt hierher zieht. Man kann hier dem König nahe kommen wie sonst nirgendwo auf der Welt. Und man ist dem König also nah und man ist seiner Idee, seiner Einstellung nah. Die Persönlichkeit des Königs spiegelt sich auch im Park wieder. Dieser sollte schön, aber auch funktional sein. So sind die berühmten Weinbergterrassen unterhalb des Schlosses eine Mischung aus Zier- und Nutzgarten. Hier wachsen Feigen, Pfirsiche und Weintrauben. Die Alleen sind insgesamt mehr als 70 Kilometer lang und führen an weiteren Bauwerken vorbei. Am chinesischen Teehaus oder an der historischen Windmühle. Der Park, eine Mischung aus Architektur, Kunst und Gartenbau. Im Herbst und Winter ziehen die exotischen Pflanzen in die rund 150 Jahre alte Orangerie. Man hat Ehrfurcht vor der Halle, vor den Pflanzen, die ein Alter teilweise von 160 Jahren haben. Man möchte die Substanz erhalten, pflegen, dass man es auch weiter den zukünftigen Generationen präsentieren kann. Wir pflegen ja natürlich ein Gartendenkmal. Ne? Das steht immer sozusagen, hat die größte Priorität, dass wir sozusagen alles möglichst so erhalten wollen, wie es historisch korrekt ist. Und von daher beeinflusst natürlich der Ort uns hier entscheidend. Ein Stück weiter, an der Orangerie vorbei, steht das Drachenhaus. Es sieht aus wie eine chinesische Pagode, verziert mit Drachenfiguren. Hier wohnte der Winzer des Königs. Doch seit den 1930er Jahren wird es als Restaurant genutzt. Unter den Besuchern sind viele Stammgäste. Die Eingebung auf diese Gäste, die ist hier aus unserer Sicht besonders gut. Und von daher empfehlen wir das allen, weil es eine geruhsame Sache ist, mitten im Park. Es gibt eigentlich für uns nichts Besseres. Und man kann sich hier mal für eine Stunde wie eine Persönlichkeit fühlen. Ja. Ein Höhepunkt in jedem Jahr ist die Potsdamer Schlössernacht. Eine Sommernacht lang finden dann in Sanssouci Lesungen und Konzerte unter freiem Himmel statt. Jedes Jahr kommen an diesem Abend rund 33.000 Besucher. Doch egal zu welcher Jahreszeit, Schloss Sanssouci und sein Park laden immer zu einer Zeitreise ein.